Leute, die neue Loot Chest ist da und zwar eigentlich die letzte. Ich habe ja ein 6-Monate-Abo abgeschlossen und das ist Loot Chest Nummer 6. Also eigentlich wäre es jetzt vorbei, aber ich habe schon das nächste halbe Jahr abgeschlossen. Zum einen, ja, naja, die Aufrufzahlen sind halt für meinen Account weder gut noch schlecht, sind halt in Ordnung. Es haben mir aber ein paar Leute geschrieben, dass sie wollen, dass ich weitermache und ich habe auch richtig Bock weiterzumachen. Mir macht es richtig Spaß, die zu öffnen. Ich ärgere mich oft, die Boxen sind nicht immer die allerbesten, aber habe auch schon wirklich coole Sachen bekommen. Und ich freue mich einfach jedes Mal, die zu unboxen und zu gucken, was drin ist. Deswegen, wie gesagt, habe ich weitere 6 Monate abgeschlossen. Es geht also einfach weiter. Diese Box kam wieder zu spät. Genauso wie die letzte. Die letzte kam ja krass zu spät. Die kam jetzt circa eine Woche zu spät. Ich muss aber dazu sagen, Loot Chest hat auch eine E-Mail geschrieben. Sie haben sich aufrichtig dafür entschuldigt, dass es da momentan Probleme gibt. Auch sehr glaubwürdig. Die gibt halt einfach momentan viele Probleme. Aber sie melden sich wenigstens. Ne? Also das ist jetzt nichts, wo ich sage, das muss pünktlich da sein. Klar, wenn man ein YouTube-Video machen möchte, wäre es halt nicht schlecht, wenn es pünktlich kommt. Aber kein böses Blut, ist schon in Ordnung. In diesem Sinne möchte ich auch nochmal meinen Rabattcode erwähnen. Mit Fatman's Group 15 bekommt ihr 15% auf eure erste Loot Chest und 10% im Loot Chest Store. Heißt, wenn ihr euch ein T-Shirt, irgendeine Figur kaufen wollt, dann einfach Fatman's Group 15 eingeben und ihr bekommt einen Rabatt. Jetzt schnacken wir aber nicht lang und machen das Ding auf. Einen wunderschönen und willkommen zu Loot Chest Nummer 6. Ich bin sehr gespannt. Wir haben 1,4 Kilo. Fühlt sich ein bisschen schwerer an als die letzte Box. Die letzte Box war ja ganz dramatisch. Ganz, ganz schlimme Box. Die kann nur besser werden. Also wenn die schlechter ist, weiß ich auch nicht weiter. Aber das werden wir jetzt zusammen erfahren. Aber mal ein ganz... Also an erster Stelle haben wir natürlich wieder unser T-Shirt. Und zwar mal richtig farbenfroh. Die T-Shirts waren ja bisher immer schwarz mit irgendeinem Motiv. Diesmal haben wir ein blaues T-Shirt. Sieht jetzt auf den ersten Blick, ist das Zelda. Könnte ein Zelda-T-Shirt sein. Ich pack's mal aus. Ja, ist Zelda. Wir haben hier in der Mitte das Master, seht ihr das? Wir haben in der Mitte das Master-Schwert. Oder wie Drachenlord sagen würde, das Master-Schwert aus Zelda Bright of the Wind. Ja, ist hübsch. Ist hübsch. Also wir haben hier das Schwert, hier unten haben wir einen Ruby. Was ich nicht so ganz verstehe, ist dieser Helm da. Bin ich da jetzt zu blöd für? Das sieht aus wie der Mega Man-Helm. Die Pilze erinnern mich an Mario. Ist das so ein Crossover-Ding oder verstehe ich da was nicht? Sei es drum, ob ich es verstehe oder nicht. Schönes T-Shirt. Ist ganz nett, dass wir jetzt mal eine Farbe haben. Wie gesagt, die anderen T-Shirts waren immer schwarz mit einem Motiv. Sieht gut aus, fühlt sich wie immer wertig an. Ich mag die T-Shirts von Loot Chest. So ein T-Shirt eben, wenn ihr jetzt sagt, boah, ist dieses T-Shirt fett, ich muss das haben. Also fett, das sowieso, weil ich 18XL bestellt habe. Wenn ihr sagt, boah, dieses T-Shirt so geil, ich muss das haben, mit dem Code Fatman's Group 15, bekommt ihr eben 10%. Auf sowas, wenn ihr das im Store kauft. 15%, wenn ihr eine Loot Chest bestellt. Weiter geht's. Als nächstes haben wir eine Green Goblin Figur. Ja, Figuren sind immer so eine Sache. Ist jetzt schon mal ein bisschen was Hochwertigeres, würde ich auf den ersten Blick sagen. Ich mach's mal auf. Also es ist jetzt nicht irgendwie so eine blöde Spielzeugfigur, die man sich an den Rucksack hängt, sondern schaut schon wirklich nach einer Deko-Figur aus. Jetzt habe ich es wahrscheinlich aufgemacht und den Sammelwert extrem minimiert. Ja, die ist schwer. Aus was ist die? Ist das Plastik? Das ist nicht Plastik. Ich weiß nicht, aus was die ist. Die fühlt sich cool an. Also fühlt sich wertig an. Das ist natürlich sehr, sehr klein. Aber ist eine schöne Figur. Ist auch krass gemacht, wie die so bemalt ist und so. Schaut cool aus. Also Green Goblin, Spider-Man mag ich sehr gern. Green Goblin fand ich auch cool. Werden wir jetzt dann hoffentlich im neuen Spider-Man-Film wiedersehen, beziehungsweise das ist ja schon sicher. Ja, ist okay. Ich bin nicht so der Figurentyp. Ja? Also ich würde mir die jetzt nicht irgendwie hinstellen oder so. Vielleicht packe ich die auf den verlosen Stapel. Bin ich noch nicht hundertprozentig sicher.
Ist aber, wie gesagt, eine schöne Figur, gefällt mir, ist sehr wertig. Da will ich mich jetzt mal nicht beschweren. Ja, dann sehe ich etwas, darüber bin ich jetzt weniger happy drüber. Nee, kann man so nicht sagen. Eigentlich ist es cool, aber ich mag es halt einfach nicht. Und zwar die Rede ist von... einer Star Trek Tasse. Ich bin absolut kein Trekkie. Also so überhaupt gar nicht. Also so null. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich habe Star Trek gar nichts gesehen. Ich mag die Serie nicht. Ich mag die Filme nicht. Ich kann mit Star Trek gar nichts anfangen. Ich bin Star Wars Fan. Also das eine schließt ja das andere nicht aus, aber ja, Star Wars ist mein Ding. Star Trek kann ich nichts anfangen, aber meist ist eine Tasse, ne? Für einen Star Trek Fan ist das natürlich jetzt der Oberhammer. Für mich ist es einfach eine Tasse, aus der ich meinen Kaffee trinke. Sollte unter euch irgendein Hardcore-Trekkie sein, schreibt mir, kriegt ihr die Tasse. Ansonsten schlürfe ich da in der Früh meinen Cappuccino raus. Ist aber okay, will ich mich jetzt auch nicht beschweren. Dann haben wir, weiß der Teufel was? Harry Potter auf jeden Fall, ist ein Snatch. Der hieß doch nicht Snatch. Snatz? Der goldene Snatz? Schnatz? Schnatz? Ich weiß es nicht. Schnatz? Schnatz? Snatz? Der goldene Snatz? Der goldene Schnatz? Schnatz? Hä? Je öfter ich das sage, desto blöder hört sich's an. Der goldene Schnatz? 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 Snatz? Schnitz? Schnitz? Boah, ich lese gleich im Buch nach. Schnatz? Scheiße. Das steht auch nicht drauf. Hä, warum steht das nicht drauf? Es steht nicht drauf. Schnatz? Der goldene Schnatz? Doch, doch. Doch, doch, ich bin mir sicher. Hab's jetzt schon gesehen? Ist eine Lampe. Wahrscheinlich jetzt zu Weihnachten, haben sie sich gedacht. Hauen sie eine Schnatz. Ich werd das so bereuen. Schnatz. Doch, doch. Hauen sie eine Lampe raus. Ich habe jetzt keine Batterien hier. Sonst würde ich euch die gerne zeigen. Beziehungsweise will ich sie auch sehen. Ist jetzt hier aber auch... Ja, ist halt eine Lichterkette, ne? Da muss man wieder studiert haben, um die irgendwie auseinanderzubringen. So, jetzt gucken wir erstmal, wie lang die ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das? Okay, das war ein großes Stück. Jetzt haben wir ein großes Stück geschafft. Okay, okay. Ja, so... Könnt ihr sehen, was wird das sein? So 1,5 Meter, keine Ahnung. 12 LEDs sind es auf jeden Fall, steht drauf. Und hier sind halt überall so goldene Schnatz. Schnatz? Hä? Snatz? Snatsch? Schnatz? Das hieß doch nicht Schnatz? Der goldene Schnatz? Boah, Alter! Der goldene Schnatz? Der goldene Schnatz? Ich werde es gleich nachlesen. Ja, es sind halt hier lauter so goldene, ihr wisst schon was. Und die leuchten dann wahrscheinlich. Sieht bestimmt schön aus. Wie gesagt, ich habe jetzt... Ich gucke schon, ob ich eine Batterie da habe. Okay, ich habe tatsächlich 2 Batterien hier unten. Ich weiß bloß nicht, ob da noch Saft drauf ist. Das werden wir aber gleich sehen. Und dann gucken wir, ob die goldenen Schnätze so richtig leuchten. Oh, ist das jetzt abgebrochen? Sheesh, nee, passt, okay. Ist jetzt hier kein High-End-Produkt, ne? Merkt man schon, das ist ziemlich sehr filigran, das Ganze. Ach so, das hätte so reingeschoben gehört. Drum hat das so geknackt. Okay, ja. Werdet ihr jetzt wahrscheinlich gar nicht sehen. Es ist hier allerdings sehr hell, also mich leuchtet hier gerade ein ziemlich starkes Ringlicht an. Deswegen sieht man das wahrscheinlich schlecht. Die leuchten sehr, sehr warm.
also golden. Gucke ich mir mal an, wenn das Licht aus ist. Ist jetzt nichts Besonderes. Wir machen gerade momentan die Weihnachtsdeko. Meine Frau ist da ziemlich krass. Die hat das Erdgeschoss schon. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Weihnachtswunderland. Ich kümmere mich dann draußen drum und das weiß nicht, häng mal meiner Tochter noch ans Fenster oder so. Lichterketten kannst du Weihnachten nie genug haben. Ist so. Kriegen wir schon irgendwie unter. Und dann traurige News, meine Freunde. Das war's, glaube ich. Schon wieder. Da haben wir noch wieder irgendeine Süßigkeit. Was ist das? Crazy Dip. Ach, die kenne ich. Das ist dieser Fuß, den man da eintaucht. Strawberry Flavor. Ja, freut sich meine Tochter auf jeden Fall drüber. Dann haben wir hier noch irgendwas. Was bist du? Stranger Things Vinylsticker. Was ist denn ein Vinylsticker? Das sind gleich mehrere. 5 Stickers sind da drauf. Ja, Verlosungsstapel. Kann ich nicht brauchen. Dann haben wir eine richtig schöne Weihnachtskarte. Die ist ja richtig hübsch. Die ist ja richtig hübsch. Guckt. Es blendet Pikachu. Pikachu mit Weihnachtsmütze. Ist ja richtig süß. Die ist toll. Und da freut sich meine Tochter bestimmt auch drüber. Die liebt nämlich Pikachu. Neues Produkt Vinylsticker. 5 Freunde gegen die Monster aus der Kippwelt. Also Upside Down. Mit den 5 Vinylstickern kannst du jetzt alle mögliche retrofizieren und im stylischen Pixel-Look erstrahlen lassen. Ja, das, da steht auch das drauf, wo ich die E-Mail bekommen habe. Seit Corona, Brexit und dem Container-Delay in China ist bei Loot-Chest jeder Monat eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Zugesagte Liefertermine werden plötzlich um 4 Monate verschoben. Der Zoll benötigt auf einmal 6 Wochen Bearbeitungszeit und so weiter und so fort. Die haben da einiges aufgeführt. Sie sagen aber auch, dass sie sich nicht rausreden wollen, sondern dass sie uns halt nur erklären möchten, wo die Probleme liegen und dass sie daran arbeiten. Ich glaube ihnen das. Alles in Ordnung. Ich kenne es nicht anders momentan. Ne? Ihr wisst es selber. Angefangen PlayStation, Xbox, irgendwas liefern lassen momentan ist einfach die Hölle. Und ist ja auch noch ein bisschen frischeres Unternehmen. Ich glaube, für die ist das momentan echt die Hölle. Und das war's, Freunde. Ich gucke nochmal. Das war leider alles. Hier haben wir wieder unser schlaues Büchlein. Da gucken wir jetzt mal rein. Der Plusartikel, denke ich, dürfte die Tasse gewesen sein. Loot-Chest Logistik, Abteilung Logistik, das mag ich an der Firma. Dass ich hier direkt voll mit einbezogen werde und selbstständig meine Arbeit einteilen darf. Außerdem wird mir hier nie langweilig und es passiert jede Woche etwas Neues. Der arme Bre ist doch nur am Kotzen, dass die ganzen Liefertermine nicht funktionieren. Featured Game ist Kena. Als Poster haben wir wieder das T-Shirt von der letzten Chest. Das ist nicht von der letzten Chest. Ich meine nicht, dass das die letzte... Nee, das war safe nicht die letzte Chest. So, T-Shirt. Wird Link jetzt eigentlich König von Camelot? Immerhin hat er auch schon des Öfteren ein Schwert aus einem Stein gezogen. 14,95, wie immer. Wie gesagt, wenn ihr es möchtet, 10%. Der goldene Schnatz. Schnatz. Ich hatte recht. Alter, das hat mich jetzt echt... Das hat mich fertig gemacht. Okay. Der goldene Schnatz ist richtig schwer zu fangen. Zum Glück sind diese schon an der Leine und entwischen dir nicht mehr. Mit 2 Batterien bringen sie einen besonderen Glanz in dein Zimmer. 14,95. Mm-mm. Ja, mein Gut, das ist Harry Potter lizenziert. Ihr wisst, wie es ist. Aber also wer da jetzt 15 Euro für zahlt, weiß ich auch nicht. Aber da brauchen wir nicht reden. Ihr wisst, die Breite ist natürlich der höchste Preis. So, eine von 26 verschiedenen Marvel-Figuren aus Metall. Ist das echt Metall? Doch, okay. Ich war mir nicht sicher. Cool. Ich sage, es ist wertig. Also man spürt es. Es ist jetzt nicht der größte Billo-Mist. Eine von 26 verschiedenen Marvel-Figuren aus Metall findest du in deiner Loot-Chest. Egal ob Spider-Man, Thor oder Black Widow, alle sind entweder ein Superheld oder ein Superschurke. 7,95 €. Weiß ich nicht, ich habe solche Preise jetzt nicht, kenne ich mich nicht aus. Black Widow wäre natürlich noch ein bisschen cooler gewesen als Green Goblin. Ich bin generell nicht so der Antagonistentyp. Ich mag die Helden lieber. Hätte mich dann natürlich über eine Spider-Man-Figur oder so gefreut. Aber es sind 26 verschiedene Marvel-Figuren. Ist halt Glück oder Pech, was man kriegt. Als nächstes haben wir mit den Star Wars Sticky Notes kannst du jetzt im November alles markieren, was du dir zu Weihnachten wünschst. Alternativ auch gut für den Kalender geeignet
um den nächsten Star Wars Filmabend nicht zu vergessen. Was? Ich habe keine Star Wars Sticky Notes bekommen. Ich schätze mal, die meinen das hier. Das ist aber nicht Star Wars, das ist Stranger Things. Ist mir egal, ich werde das nirgendwo hinkleben, aber... Ich habe gar nichts von Star Wars drin. Schade, ich liebe Star Wars. Naja. Dann haben wir die Postkarte. Eine niedliche, nerdigen Weihnachtsgruß verschickst du mit dieser Pikachu-Postkarte. Dieses und hunderte weitere Motive gibt es auch als T-Shirt, Hoodie oder Jutebeutel bei tnerds.de. Dann haben wir die Süßigkeit, lecken, tippen und ausflippen, Chupa Chups, Crazy Dips, Erdbeers, dann bla bla, das kennt ihr doch. Dann haben wir die Tasse. Die Tasse ist der Plusartikel. Ja, so wie ich es mir gedacht habe. War klar eigentlich, aber ja, mal wie gesagt, ich mag halt kein Star Wars. Ist jetzt nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Der Weltraum unendliche Weiten, wir schreiben das Jahr 2021. Dies sind die Abenteuer der Raumschiff Enterprise Tasse, die mit ihren fast 400 Milliliter Fassungsvermögen mindestens die nächsten 5 Jahre lang deinen Kaffee serviert. Marktpreis 9,95. Ja, mal so Tassen, lizenziert etc. kosten 10 Euro, ist in Ordnung. Ja, war okay. War okay. War okay, die Box. War definitiv besser als die letzte. Wie gesagt, nicht besser als die letzte. Wäre aber auch kaum möglich gewesen. Die letzte Tasse. Die letzte Box war wirklich ein Reinfall. Die war um einiges besser jetzt. Ich bin ganz happy mit der Box. Dass ich kein Star Trek mag, mein Gott. Können die ja nicht wissen. Und die Lampe, wie gesagt, die kommt bei meiner Tochter rein. Über das T-Shirt freue ich mich. Die Lampe, ja, wie gesagt, die Lampe bekommt meine Tochter. Die kennt zwar Harry Potter noch nicht, aber dauert nicht mehr lange. Dann lernt sie ihn kennen. Figur ist ganz nett. Das T-Shirt freut mich. Die Tasse freut mich eigentlich auch. Die ist schon cool. Ist cool bedruckt. Vielleicht gucke ich mir doch mal Star Trek an. So, das war's. Wie gesagt, das wäre die letzte Box gewesen. Ich werde demnächst mal ein Fazit machen, wo ich so drüber rede, was jetzt das letzte halbe Jahr insgesamt drin war, ob es ein Erfolg war oder nicht. Dann werde ich auch mal zusammenlisten, was wir da alles verlosen werden. Werde dann auch schauen, dass ich die Verlosung zeitnah mal starte. Das werde ich halbjährlich dann machen. Also ich habe, wenn ich das jetzt nochmal ein halbes Jahr zusammensammle, dann ist das einfach viel zu viel zum Verlosen. Dann schaue ich auch, wie ich das mache, hier oder auf Insta, das weiß ich auch noch nicht genau. Das werde ich mir dann überlegen. Aber wie gesagt, es geht hier flüssig weiter. Es wird also im Dezember auch eine Box geben. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August. Ihr wisst Bescheid. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen in nördlicher Richtung dalassen. Falls ihr kein Video mehr verpassen wollt, alles rund um das Thema Gaming, Technik, Nerdstuff. Und falls ihr vor allem die nächsten Lootboxen nicht verpassen wollt, dann könnt ihr mir auch gerne ein Abonnement dalassen. Das Glöckchen aktivieren. Ich danke euch allen für den Mega-Support und wünsche euch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Bis zum nächsten Mal. Remember me for centuries.